Über 600 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Leben sind bei der Feierstunde anwesend. Für die musikalische Gestaltung sorgt die Blechbläser der Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Bob Ross. Sie sind besser bekannt unter dem vieldeutigen Namen Blechschaden. Zum Auftakt spielen die 11 Musiker einen Tango, arrangiert von Max Hecker. Das war die Gruppe Blechschaden der Münchner Philharmoniker. Thank you.
Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollte die EU dort mehr Kompetenzen bekommen, wo europäisches Handeln notwendig sei. Gleichzeitig sollte die Eigenverantwortung der Regionen vor Ort gestärkt werden. Das war die Gruppe Blechschaden mit ihrer Version von Georges Bizets Carmen. Politischen Anteil am Aufbau und an der Konsolidierung der Demokratie in Spanien nach der Franco-Zeit hatte. Er löste den sozialistischen Ministerpräsidenten Felipe González 1996 als Ministerpräsident ab und brachte Spanien auf Eurokurs. Es folgt Blechschaden mit einem Stück von Georg Friedrich Händel, Chacon.
Zum Abschluss hören Sie noch einmal Salamanca à la Blechschaden von den Blechbläsern der Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Bob Ross.